Hallo, heute gibt es ein neues Video zu CryEngine und heute geht es darum, wie man diese Super Sampling oder TSA aktiviert, einstellt. Ich mache das jetzt halt hier direkt, also im Game SDK, und habe dir schon die Beispiel Map geladen, und da kann man das dann halt mit, kann man es in der Konsole eingeben. Das Ganze kann man auch normalerweise auch in der System-Config-Datei direkt eingeben. Dann ist es immer aktiviert. Was auch gehen müsste, das wäre über den Flowgraph das separat zu erstellen und einzufügen. Und oder halt in dem Skript direkt eine weitere Option einzufügen in den Grafikeinstellungen. Ja, das dürfte auch gehen. Hier in diesem Fall mache ich es jetzt halt, sozusagen per Hand manuell im Spiel drinnen. Und ja, also es gibt jetzt halt ja dieses SMAA. Da gibt es drei verschiedene Varianten, die man hernehmen kann. Da gibt es den ersten Modus, den zweiten und den dritten. Beim ersten aktiviert man einfach SMAA ohne den zeitlichen Filter, und mit der zweiten mit dem zeitlichen Filter. Und das dritte ist dann halt nochmal was, wo noch was dazu kommt, dieses Projektionsmatrix, die nochmal die Qualität verbessern soll. Wenn man das jetzt halt hier ein, kann man hier ganz einfach eingeben oder halt kopieren aus dem, aus der Internetseite, wo das Ganze geschrieben ist. Wir haben jetzt halt hier eingestellt schon mal 2. Das müsste standardmäßig drin sein. Dann schaut es so aus. Ja. Jetzt können wir hier einfach mit leer noch auf 1 stellen. Aber man merkt, man sieht nicht viel. Oder eigentlich, hier erkenne ich, sage hier keinen Unterschied. Und deshalb können wir hier noch 3 einschalten. Ja. Aber es funktioniert. Also da wurden schon Sachen geändert. Aber es sind vielleicht nicht so ganz sichtlich. Genau. Ich stelle jetzt hier wieder das Ganze, jawohl, lassen wir es einfach. So, als nächstes kommt TSA. Da gibt es 4 verschiedene Vari also Sachen zum Einstellen. Einmal ist es der Modus 4, also der Leasing-Modus, und der schaltet dann automatisch SMAA aus. Ja, also der wird über ich ersetzt. So. Das schaut dann ganz so aus. Und jetzt kann man natürlich noch sozusagen so eine LOD-Verzerrung einstellen. Also das wäre dann eher Anti-Aliasing. Also Anti-Aliasing TSAA MIP-Bias. Wenn man da jetzt hat, einfach hintergibt, dann ist da schon minus 0,525 eingegeben. Das kann man natürlich x-beliebig ändern, wie man es gerade so braucht. Das ist eine LOD-Verzerrung. Das kann man da einstellen. So, als nächstes gibt es dann natürlich noch eine Subpixeländerung, also der höhere Wert, also kann man einen höheren Wert ergibt, also weniger Flimmer, sondern mehr so Geisterbilder. Ja, also das schaut dann jetzt einfach so aus. Also wir haben hier 0,02 eingegeben. Wenn man jetzt halt hier 2 eingibt, dann schaut es so aus. Ja, das sind die Geisterbilder. An sich ist ja alles nur eine Einstellungssache. So, und dann kann man noch das Bild glätten, wenn man sich bewegt. Ja, also
Ups, das war das Falsche. Ja, es das heißt Anti-Aliasing TSAA Smoothness. Das ist standardmäßig auf 40. Das können wir zum Beispiel auf 100 stellen. Dann schaut es so aus. Und man erkennt da schon ein paar Unterschiede, was sich da ändert. Genau, das können wir auch wieder zurückstellen. Und jetzt kommt noch die letzte Neuerung, was es gibt. Und das ist Super Sampling. Da gibt es drei verschiedene Varianten. Eigentlich sind es vier. Man kann es einmal mit 0 deaktivieren und mit 1 einschalten. Also, können wir es mit 1 jetzt einfach mal einschalten. Da ist es nur an, aber da ändert sich nichts. So, wenn wir jetzt hier 2 eingeben, dann heißt es 2 mal 2. Also, das wäre jetzt das. Das ist jetzt 4K, das Fenster. Ich habe einen 5K-Monitor, deshalb schaut es so klein aus. Aber das wäre jetzt eine, bei diesem 2, also 2 mal 3840 mal 2160 mal 230, also 7680 mal 4320 Pixel. Ist das gerenderte, wird runter skaliert. Aber das kennt man ja schon aus Spielen. Ja. Es gibt ja noch das Ganze mit 3-mal, aber ich bin jetzt dann schon bei 2 FPS und deshalb werde ich das nicht machen. Das wäre dann, glaube ich, 11.000 mal 6.000 oder so. Wäre es jetzt halt in diesem Fall. Das Ganze geht von der nativen Auflösung aus, also 4K ist es hier eingestellt oder UHD, wie man es halt nennt. Und würde ich jetzt 5K einstellen, dann würde es noch höher sein. Ich könnte es auch mal zeigen. Muss ich nur schnell mal zurückstellen. Ach ja, ich habe hier schon alles auf niedrigsten Einstellungen, sonst würde es gar nicht mehr laufen. Okay, ist abgeschmiert, also da ist mein PC wohl an der Grenze. Und deshalb würde ich mal sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.